Hallo Leute und willkommen zurück zu Paka und Name. Weiter geht's mit Level 40. Mache keine Fehler. Oh Gott, aber bitte nicht bei... Nein, bei Stella. Ich muss es ihm sagen, es ist mein Job. Aber es kann einfach nicht wahr sein. Ich weiß, dass es ein Fehler sein muss. Was soll ich nur tun? Stella, Sie sagten, dass Sie mich sprechen wollten. Chief, Sie haben mir erschreckt. Ja, ich habe ein paar sehr ungewöhnliche Ergebnisse. Ungewöhnlich? Also, das Ergebnis für die Blutprobe im Jacob Darkham Fall liegt vor und es ist... Jetzt sagen Sie schon. Es ist ein Treffer für Lily Parker. Das kann doch nicht stimmen. Wiederholen Sie den Test. Ich habe das bereits mehrmals überprüft. Dann haben Sie ja genug Übung. Wir müssen uns 1000%ig sicher sein. Hä? Wie jetzt? Wie jetzt? In den Blutproben? Moment. Oder die Blutproben, die eigentlich von ihm waren, waren doch von Lily? Verstehe ich das richtig? Ich habe keinen Plan. Und was zur Hölle bedeutet, mache keine Fehler? Das sieht jetzt gerade so aus, als dürfte ich einfach nichts vom Tablett entfernen, oder? Oder darf ich auch, hallo Calm? Oder darf ich auch generell überhaupt nichts Falsches servieren? Ich weiß es nicht. Deshalb nehme ich den Kaffee mal lieber nicht. Ich habe gerade kurz überlegt, ob ich den wieder auf Vorrat dabei habe. Aber ja, keine Ahnung. Ich bin hier gerade irgendwie ein bisschen unsicher. Deshalb mache ich einfach mal alles so gut es geht und habe dann halt den Kaffee nicht auf Vorrat. So ein, zwei, drei davon. So, und dann haben wir das Kapitel doch auch abgeschlossen, ne? Dann spielen wir gleich noch die nächsten Herausforderungen. Das sind ja dann drei Stück, wenn ich das gerade richtig gesehen habe. Müssen wir mal gucken, ob wir es dann in dieser Folge noch schaffen, mit dem neuen Kapitel anzufangen. Wobei ganz... Oh Gott, das war schon ein Fehler. Scheiße. Zählt das denn als... Shit. Jetzt muss ich gerade überlegen. Hat das gezählt? War alles richtig, ne? Also noch ist es richtig. Okay. Ja, okay. Ich werde es aber jetzt nicht vom Tablett entfernen. Wo war ich gerade? Was wollte ich gerade erzählen? Ach ja, von wegen Kapiteln. Das ist hier ja eigentlich gar nicht so wichtig, ne? Mit den Kapiteln. Weil es ja nicht so ist wie bei den Angela-Teilen oder bei Emily, dass man dann in eine neue Umgebung kommt. Das ist ja alles irgendwie ein bisschen durcheinander. Von daher, ja, sind die Kapitel im Endeffekt auch mehr oder weniger egal. So, also ich habe ja gerade im Endeffekt schon einen Fehler gemacht, aber es war anscheinend nicht so schlimm. So, dann bringe ich dir einmal das hier. Da haben wir zweimal gelb, so und so. Das geht zum Glück relativ schnell. So, dann ist für dich der Kaffee, mein Lieber. Dann seid ihr da jetzt zu viert. Du bekommst einmal den Trichter. So, und für dich ist dieser Behälter. Dann kassiere ich mal eben. Achso, ich sollte vielleicht auch ziehen. Das wäre auch noch ganz klug. Und den ersten Stern haben wir auch schon. Ich fülle mal eben kurz die Reagenzgläser wieder auf. Und dann bekommst du drei davon. Da kommt auch schon die nächste. Moment, dann ist das erstmal für dich. Oh, sie hat sogar noch goldene Herzen. Ich habe gerade kurz gedacht, wird sie da wohl ein Herz verlieren? Aber nein. Ja, so das mit den Blutproben, das habe ich jetzt nicht so... das war unlogisch. Nicht so hundertprozentig verstanden. Das war übrigens total unlogisch, was ich hier gerade mache. Aber egal. So, dann bekommst du ein, zwei, drei davon. Und ihr seid zu viert. Das bedeutet, ich kann euch da noch ein bisschen warten lassen. So, das ist erstmal für dich. Hier ziehen wir wild. Er verliert aber die Herzen. Ach nee, behält auch goldene. Ach, cool. Das ist ja schön. So, wir haben das und das und das. Da kommt der nächste. Moment, ich nehme das hier erstmal mit. Dann bekommst du das. Und für dich habe ich Magnet und Reagenzglas. Ach komm, wir füllen einfach nochmal auf. Wenn man sich konzentriert und nicht so viel Unsinn labert zwischendurch, dann geht das hier sogar bei der Stella. Das ist gar nicht so schlimm wie gedacht. Was war das jetzt? Habe ich was Falsches angeklickt? Ich glaube, ja, ne? Ich glaube, ich habe den Trichter zwischendurch angeklickt. Ja, so viel dazu. Wenn man die ganze Zeit hier am blöde Rumlabern ist, ist ja auch klar, dass man Fehler macht. Und das Ganze als schwierig empfindet.
So, für dich haben wir einmal den Trichter. Ja, das könnten wir sogar schaffen mit 3 Sternen. Bist du der Letzte, der hier vorbeikommt? Nein, da kommt noch jemand. Dann fülle ich mal ganz schnell eben wieder auf. So, du möchtest grün. Ja, dann möchte ich aber gleich wenigstens hier die Punkte fürs Auffüllen haben. Dann machen wir das mal wieder komplett, dass wir wieder 6 haben. So, ich bin gespannt. Und? Nein? Nein? Doch! Oh, sehr cool. Wahrscheinlich auch ziemlich knapp. Stella, sagen Sie mir, dass es sich hierbei um ein falsch positives Ergebnis handelt. Ich bin mir aber ganz sicher, die Probe stammt von Detective Parker. Ich wusste es. Ich wusste, dass sie es war. Sie hat Max auch erledigt. Das reicht, Evans. Detective Parker muss fair behandelt werden. Sie ist unschuldig, bis das Gegenteil bewiesen wird. Verstanden? Ich hatte Bucket gebeten, ihr Telefon zu ordnen, aber ohne Erfolg. Nun ja, es könnte ja möglicherweise auf dem Boden eines Schlammbads liegen. Wenigstens wissen wir, wo sie ist. Behalten wir das vorerst für uns. Victor Lane darf nicht gewarnt werden. Die beiden sind schließlich befreundet. Detective Parker wird schwer zu fangen sein, wenn sie weiß, dass wir ihr auf den Fersen sind. Okay, und die liegt da im Schlammbad, hat keinen Plan von gar nichts. Fülle dein Inventar auf und gib dann alles heraus. Fülle dein... Fett? Okay. Ich weiß nicht, ob ich es richtig verstehe. Und das Ganze muss ich wie oft machen? Ach ja, ich muss dann natürlich, sollte dann vielleicht auch das Minispiel machen. So, hier nochmal ziehen. Hat das denn jetzt funktioniert? Ah, okay, 1, 2, 3. Oh, wow. Oh, wow, das könnte schwierig werden. Also vor allem dann mit 3 Sternen. Und schaut mal, sie verliert da das nächste Herz. 3, 4, 5, 6, 7 Mal muss ich das machen? Oha. Oha, oha. Ja, da kann ich froh sein, wenn ich dann hier den ersten Stern bekomme. Krass. Naja, gut. So, das ist für dich. Da muss ich mich wenigstens nicht so sehr beeilen und die Sachen hier einpacken, weil ich ja sowieso immer noch ein bisschen Zeit habe. Ja, komm, wir füllen auf. Ach, und kassieren, natürlich. Klar, darf ich auch nicht vergessen. Wenn die da alle kaum goldene Herzen haben, dann ist das für dich. Oh, jetzt muss ich hier klicken. Dann nochmal schnell klicken. So, dann kassieren wir eben. Kaffee und das hier. Moment, du möchtest alles zusammen. Dann schnappen wir uns aber erst den Kaffee, auch wenn das hier schneller geht. Und da kommt der Nächste, der möchte das. So, das für dich, das für dich, das für dich. Und wir haben hier hinten blau und da haben wir rot. Nein, blau wieder zu, da wieder rot. Okay. So, Moment, eben kurz auffüllen. Nur noch 3 Mal. Ach doch, das geht ja. Das geht ja, komm, wir kassieren. Wobei mit der Punktzahl, ja, sieht es nicht so gut aus. Aber naja, komm, das nehmen wir schon mal mit. Und da kommt der Nächste. Du möchtest das hier, dann ist das für dich, das für dich, das für dich. Ziehen, Stella. So. Oh, die haben sogar beide noch goldene Herzen. Das ist so wunderbar. Du möchtest einen davon. Und du möchtest den Behälter. Und wann kommt der Nächste? Hallo, Stella möchte arbeiten. Was kann ich für dich tun? Na super, das dauert jetzt noch länger. Und er wartet da jetzt, auch blöd. Aber egal, so, das ist für euch 3. Sehr schön. So, dann werde ich hier ganz schnell abkassieren. Der hat da ja noch ein bisschen Zeit. Also wir haben einmal das und das hier noch dazu. Da kommt auch schon der Nächste, der möchte hier das komplette Gebräu haben. So, das nehmen wir mit. Das für dich, das für dich, das für dich. Ach ja. Minispiel nicht vergessen. Und wir haben es geschafft. Cool. Aufgabe geschafft. 1 Stern. Das ist doch nice. Vielleicht kriegen wir sogar den 2. So, das ist für dich. Moment, dann ist das für dich. Und da haben wir grün. Also mache ich das auf, das auf, das auf. Dann mache ich das wieder zu, das auf, das auf. Das wieder zu, das wieder zu, das auf und das auf. Hat funktioniert. So, Kaffee. Kann ich jetzt auch eigentlich immer auf Vorrat dabei haben, ne?
Dürfte jetzt kein Problem sein. Stellen wir direkt den nächsten an. Das ist für dich. So, dann holen wir uns den Kaffee. Und das hier ist für dich. Ach, er möchte sogar einen. Wie schön. Als hätte ich es gewusst. So, stellen wir direkt noch einen an. Er möchte auch einen. Wow. Was ist denn jetzt hier los? Werdet ihr alle zu Kaffeetrinkern? Den nehmen wir mit. Dann mache ich das hier eben fertig. Und in der Zwischenzeit kann ich dir das vorbeibringen. Das ist dann auch ready. So, wieder auffüllen. Oh Leute, wir könnten sogar, wenn ich mich nicht ganz blöd anstelle, 3 Sterne schaffen. Damit hätte ich am Anfang auch nicht gerechnet. 2 davon. Achso, ihr seid zu 5. Ja, komm, dann kassiere ich eben. Dann mache ich das für dich fertig. So, bitteschön, mein Lieber. Ich denke, er könnte der Letzte oder Vorletzte sein. Na, der Vorletzte. Da kommt noch jemand. Und für dich ist einmal das hier. Dann können wir das wieder auffüllen. So, 5, 6. Sehr schön. So, und? Haben wir es geschafft? Juhu, 3 Sterne. Dann machen wir doch direkt weiter mit der nächsten Herausforderung. Was haben wir denn da? Bereite 10 Kaffee zu. Ja, sollte auch nicht so das Problem sein. Machen wir direkt mal einen. Und nehmen den auch mit. Machen von mir aus auch noch den zweiten. Ach, ich muss aber aufpassen. Ich habe nur ein Dreier-Inventar. Sehe ich gerade. Das ist natürlich nicht so cool. Das für dich, das für dich. Aber, ach so, es geht auch tatsächlich nur ums Zubereiten, ne? Es geht nicht ums Servieren. Ja, dann umso besser. Machen wir das eben so. Dann gehe ich schon mal dahin. Ja, sie musste jetzt leider kurz ein bisschen warten. Das ist für dich. Das ist für dich. So, wir haben das und das und das. Und wir haben das wieder zu, das auf und das hier auf. Und nochmal einen Kaffee für dich. Die nächste bekommt diesen wunderbaren Behälter. So, dann das Fingerabdruckpulver für dich. Ihr seid jetzt zu 5. So, komm, wir machen nochmal einen Kaffee. Und du bekommst auch wieder hier mein verhasstes Minispiel. Also, wir haben gelb, dann haben wir grün und dann haben wir... Moment, das zumachen. Orange. Ja, doch, so langsam läuft's. Aber man muss sagen, die Zeit, die man dafür hat, ist zum Glück relativ viel. So, also wir haben einmal blau, wir haben einmal gelb und wir haben einmal rot. So, der Kaffee. Ach Mist, jetzt hätte ich ihr direkt einen servieren können. Naja, egal. So, Hälfte haben wir geschafft. Das ist gut. Den nehme ich nochmal eben mit. So, 1, 2, 3. Und du bekommst einmal dieses Ding hier. So, sehr schön, dann seid ihr gleich zu 5 und ich kann kassieren. So, wir haben lila dahin, wir haben grün dahin und wir haben rot. Und einen Kaffee bekommst du natürlich auch noch. Du bekommst auch das hier. So, wir haben blau ist links. Stopp, nein, orange ist hier und gelb ist, Moment, gelb ist hier. Oh, nehm mal den Kaffee mit. Ja, ich habe ja noch voll viel Zeit. Ach krass, das hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Ich hatte irgendwie das Gefühl, wir wären schon ein bisschen weiter hier im Level. So, das ist für euch. Auffüllen muss ich nicht, das ist gut. Kaffee habe ich 2 dabei, jetzt noch einen. So, 1, 2, 3 davon. Und für dich mache ich... Ach ja, kann ich ja nicht gleichzeitig. Schade. Schade, schade. Machen wir 4 davon und du bekommst die anderen Würmchen-ähnlichen Dinger. So, das nehmen wir mit. Das ist für dich. Und du bekommst das hier. Sie möchte doch gleich bestimmt einen Kaffee, oder? Könnte ich mir vorstellen. Das ist lila und da haben wir... Na, kommt schon, gelb. Ach, er möchte einen Kaffee. Okay. So, für dich haben wir das hier. Dann kassiere ich mal kurz. Da sind nämlich 2 mit roten Herzen. So, das ist für dich und wir machen direkt den nächsten Kaffee. Und du bekommst einmal die Petrischale mit was auch immer. So, so, so. Quatsch, was mache ich hier? Komplett falsch. So, blau nach links, orange in die Mitte und gelb
nein, gelb nach rechts. Und einen Kaffee für dich, mein Freund. So, dann werden wir jetzt da unseren letzten Kaffee zubereiten. Sehr schön. Alles erledigt. So, den für dich und für dich den Kaffee, mein Freund. Und abkassieren. Ach schön, Stella, ich mag dich immer mehr, muss ich sagen. Es ist schön, mit dir zu arbeiten, wenn man sich erstmal dran gewöhnt hat. Quatsch, blau, dann haben wir hier gelb und dann haben wir da rot. So, und ein Käffchen für den netten Herren. Du bekommst dann das hier. Lohnt sich das jetzt noch? Ja, das lohnt sich, jetzt noch eben den Kaffee zu holen. So, dann können wir die Gläser wieder auffüllen. Und für dich gibt es Fingerabdruckpulver. Und natürlich noch den Kaffee dazu. Da bin ich ja mal gespannt, wie die liebe Lily Parker aus der Sache wieder rauskommt. Vielleicht hat sie tatsächlich diese ganzen Morde begangen. Wahrscheinlich auch den im Gefängnis an Chen. Einfach weil sie wieder total auf Droge war, wieder zu viele Medikamente genommen hat. Und im Wahn hat sie, ja, den einen Typen da umgebracht. Was ist eigentlich mit dem? Der mit den beiden Frauen? Was ist damit? Das war doch noch gar nicht geklärt, oder? Fällt mir jetzt gerade mal so ein. Hat man jetzt irgendwie noch nichts wieder von gehört. Oder ich hab's vergessen. Das kann natürlich auch sehr gut sein. So, das war's. Ermittlung beendet. Da haben wir nochmal blau. Dann haben wir hier noch... Was mache ich hier? Hier nochmal gelb und da nochmal rot. So, Kaffee willst du nicht, dann soll er von mir aus überlaufen. Ja, das war doch ein erfolgreicher Tag mal wieder mit der lieben Stella. Jetzt machen wir, glaube ich, noch die nächste Prüfung. Dann haben wir zwar nur ein Story-Level in dieser Folge, aber das wird sich ja beim nächsten Mal wieder ändern. Die Kriminaltechniker vergessen ihre Bestellung. Ja gut, ist nicht so schlimm und natürlich wieder hier, ne? So, ich sollte aber trotzdem den Kaffee, glaube ich, dabei haben. Das wäre gar nicht so schlecht. Okay, du möchtest Magnet. Das kann ich mir noch gerade so merken. Na komm, füll mal schön auf. Du bekommst das hier. So, da haben wir einmal nur Orange. Ach Mensch, das ist ja easy. Und den Kaffee gibt es natürlich auch noch dazu. Dir bringe ich mal eben das und dann laufe ich gleich wieder nach oben. So, der nächste lustige Typ mit diesem merkwürdigen T-Shirt kommt das hier. Und für dich gibt es auch den Trichter und Kaffee gibt es auch noch hinterher. Bitteschön. Achso, hä, ich klicke doch. Aber wohl nicht richtig. So, ihr seid zu fünft. Dann könnt ihr jetzt gerne gehen. Der nächste bekommt diesen Behälter. So, für dich gibt es einmal die orangene Flüssigkeit. Das bleibt ja so 5 Sekunden oder so bleiben die Bestellungen ja stehen. Oder 1, 2... Jetzt habe ich... Ich bin auch blöd. Ich wollte jetzt wissen, wie lange das bleibt, bis das Fragezeichen kommt und servier irgendwas. Ich bin so hohl, ne? Na egal, ich glaube, das sind so um die 5 Sekunden oder so. 5, 6 Sekunden. Jo, alles aufgefüllt, Kaffee dabei. Keine Leute hier. Die Stella muss doch arbeiten, Mensch. Das wird ihr doch langweilig. So, für dich gibt es 1, 2, 3. Ich kassiere aber vorher. Ja, und es kommt ja hier nie irgendwie zu Problemen, weil zu viele Leute da sind. Das ist ja eigentlich auch so gut wie nie der Fall. Es ist eigentlich immer echt ruhig. Und man kann alles so schön nacheinander abarbeiten. Kommt selten in stressige Situationen. So, ersten Stern haben wir gleich. Das ist doch supi. So, für dich gibt es den Trichter. Boah, da bin ich aber froh, wenn wir bald wieder irgendwo anders spielen. Von mir aus auch wieder auf dem Polizeirevier. Noch besser wäre natürlich aus der Wartenkammer. Oder vielleicht wieder ein neuer Tatort. Das wäre auch ganz schön. So, mein Freund, für dich gibt es den Trichter. Ich sollte auch reinklicken. Dann funktioniert es nämlich auch, wenn ich so blöde daneben klicke. Dann ist doch logisch, dass es nicht funktioniert. So, Kaffee ist dabei, ganz wichtig. Und du möchtest... Oh, das war einer zu viel. Zählt das trotzdem? Nee, 1, 2... Nein, 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 nein. Oh Gott. Oh Gott, ich brauche 3. 3 und das. Okay, jetzt komme ich nämlich hier... 1, 2, 3.
Das für dich. Also, wir haben, Moment, wir haben grün. Jetzt nicht hektisch werden. Nein, das wieder zu. Okay, das für dich. Das kann ich auch schnell machen. Und die sind dann für dich. Und dann haben wir es wieder. So, Fingerabdruckpulver. Und, nee, kassieren muss ich nicht. Das kann weg. Jetzt kann ich kassieren. So, für den nächsten gibt es einen Magnet. Bitte sehr. Und für dich dieses wunderbare Mischungsding. Wir haben einmal lila, wir haben einmal grün und wir haben einmal rot. Ja, und jetzt? Macht Stella jetzt Feierabend? Nee, da kommt noch jemand. Was kann ich für dich tun? Einmal dieses wunderbare Gerät hier. Und was kann ich für dich tun? Fingerabdruckpulver. Ja, ruhiger Tag. Ich kassiere dann mal. Und für dich gibt es dieses komische Bild-Scan-Dings. Da gab es doch auch im Teil davor so ein Minispiel, ne? Achso, oh, ich habe aus Versehen das andere angeklickt, aber es war trotzdem richtig. Na, das ist ja großartig. So, ich denke, 3 Sterne werden wir auch bekommen, falls jetzt noch jemand hier reinkommt. Ja, es kommt noch jemand. Bitteschön, meine Liebe. Kommt sogar noch jemand. Na, sieh an. Was kann ich denn für dich tun? Bitteschön. Vielleicht auch noch einen Kaffee, den habe ich nämlich gerade zufällig noch dabei. Nein, dann nicht. Okay. So, dann würde ich sagen, hatten wir in dieser Folge echt wenig Story. Aber beim nächsten Mal geht's ja weiter. Ich wollte jetzt noch mal eben kurz nachschauen. Können wir hier im Familienalbum noch irgendwas machen? Ja, können wir. Lilly bei der Abschlussfeier. Ach, wie cool. So, wie sieht es aus? Hier, wie viele Punkte haben wir? 3050. Ja, ihr seid ja irgendwie egal, ne? Oder kommen die jetzt wohl in den nächsten Kapiteln? Was hier? Kriegst du das? Kriegst du das? Kriegst du das? Ist Lilly komplett fertig? Ja, warum nicht? Ja, Leute, das nächste Mal geht es hier weiter. Das ist doch jetzt ein Gerichtsgebäude, oder? Ich muss mal kurz gucken. Das ist alles Polizeistation. Das ist Gefängnis. Polizeistation. Auch Polizeistation. Oh, wow. Was war das denn nochmal? Ach, das war das Haus für den Mord? Nee, Quatsch. Aber das ist, da liegt doch so ein Richterhammer. Das ist doch jetzt 100 pro Gerichtsgebäude. Hoffe ich zumindest. Ja, und ich hoffe, ihr seid dann auch das nächste Mal wieder mit dabei. Dann auch wieder mit ein bisschen Story. Bis dahin. Tschüss.